Penny? 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 Sheldon, was ist denn? Leonard schläft. Danke für das Update. Nein, warte. Du musst mich zur Arbeit fahren. Ja, ich finde nicht, dass ich das muss. Ja, aber ich kann nicht fahren und es geht nicht mit dem Bus. Ach, solange du das mit den Bungee sein lässt, passiert dir nichts, okay? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir nicht was bauen, sondern du kannst dich einfach mal zurücklehnen, entspannen. Denn wir gucken uns an, wie die Helden von der Serie The Big Bang Theory, ja, einfach gesagt, Sheldon, Leonard und Penny in Minecraft leben, wie das Verhältnis so ein bisschen funktioniert, sich das Ganze auch hier zu bauen. Warum und weshalb ich jetzt auf einmal was von The Big Bang hier bringe, erkläre ich im Video. Von daher lehne ich zurück und genieße es heute. Unsere Haustour starten wir ganz unten in der Eingangslobby. Ich glaube, die Kenner von euch kennen das Ganze hier. Ich würde euch heute auch anbieten, eigentlich, dass wir ganz gemütlich mit dem Fahrstuhl hier fahren, aber der Fahrstuhl ist leider immer noch kaputt. Den hat noch keiner repariert. Wir sind noch so ein bisschen am Anfang von der Serie, also in den ersten paar Staffeln ist das Ganze hier gebaut worden oder von den ersten paar Staffeln habe ich mich so ein bisschen daran gerichtet. Und da würde ich sagen, bevor wir natürlich jetzt einmal nach oben gehen zu unseren Nerds, gucken wir uns einmal unten ein bisschen um, was sich hier so abspielt. Und hier haben wir natürlich unsere Waschkammer, wo natürlich die ganzen Waschmaschinen drin stehen, wo ja jeder hier seine Wäsche gewaschen hat. Oder auch hier unser Wäscheständer, wo natürlich jeder hier seine Wäsche auch zusammengelegt hat und alles. Besonders Sheldon hat ja diesen Platz hier immer sehr geliebt, war ja irgendwie so sein Hauptplatz, wer da hier unten war. Leider habe ich heute keine Wäsche dabei, von daher würde ich sagen, gehen wir gleich mal nach oben und besuchen unsere Nerds. Wir müssen leider Treppen gehen, wie gesagt, Fahrstuhl funktioniert nicht, von daher, na gut, ein bisschen Kraftsport, der tut dir auch gut, von daher, zack, gehen wir hier die Treppen hoch. Dann gucken wir mal, wie unsere Nerds, sag ich mal, in Minecraft so ein bisschen leben. Ta-ta-ta-ta! Hallihallo, Freunde! Hier haben wir da zum Beispiel jetzt einmal schon Sheldon, der natürlich wieder auf seinem Platz sitzt, nicht, dass sich da ein anderer aufsetzt. Und natürlich hier drüben haben wir einmal Leonard. Einfach so ein bisschen in der Küche, wie er hier rumsteht. Ich glaube, zur Wohnung muss ich nicht allzu viel sagen. Die Kenner werden sich bestimmt hier gleich zurechtfinden. Für alle anderen ein bisschen so leicht beschrieben. Hier haben wir zum Beispiel die Schreibtische. Hier sitzt immer Leonard dran, das ist seiner. Und das ist hier der von Sheldon, wo er immer seine ganzen Arbeiten macht. Die Wohnung hat sich ja auch im Laufe der Staffeln immer wieder ein bisschen geändert. Ich habe das Ganze jetzt hier so aus der ersten und zweiten Staffel so ein bisschen zusammengefasst. Da stand auch hier hinten immer noch, sage ich mal, so ein anderer Schreibtisch. Den haben sie ja irgendwann mal ausgetauscht durch so einen größeren Esstisch für eine Staffel. Da gab es auch richtig Zopf mit Sheldon. Der wollte das nicht. Der wollte hier unbedingt seinen Schreibtisch behalten, obwohl er da eigentlich nie drin gearbeitet hat. Wir haben natürlich auch hier so eine kleine Tafel. Hier hat bestimmt Sheldon irgendwie wieder irgendeine Berechnung aufgestellt vom Universum. Naja, da kann man ja, sag ich mal, viele Arten sich natürlich an Dekosachen in diesem Bereich hier aufstellen. Mit denen war das ja viel möglich. Wir wollen natürlich auch den zwei, sag ich mal, gar keine Privatsphäre lassen. Von daher machen wir uns mal gleich auf nach hinten. Und bevor wir uns, sag ich mal, ins Bad gehen oder so, gehen wir natürlich jetzt erstmal in die Schlafzimmer. Wir wissen ja, bei Sheldon dürfen wir ja nicht rein. Von daher gehen wir erstmal bei Leonard rein und gucken, wie er hier so haust. Wie wir es natürlich kennen aus der Staffel, ne, sein schönes Bettchen. Hier hat er überall seine ganzen Schränke, alles mit bei. Natürlich auch hier sein Kleiderschrank, wo er seine ganzen, seine Kostüme und so alles drin gehangen haben. Die wohnen ja auch im Laufe der Staffeln immer wieder weniger, weil ja Penny mal drin eingezogen ist. Dann hat er auch mal andere Freundinnen gehabt, ne? Und die haben ja immer wieder so ein bisschen was von ihnen entsorgt, ne? Damit auch so, sage ich mal, so die Kostüme so immer wieder weniger geworden sind. Dann wissen wir schon mal, wie Leonard wohnt. Gucken wir mal, wie Sheldon hier, sag ich mal, sein Zimmer eingerichtet hat. Ja, Minecraft-Verhältnisse eigentlich ganz typisch. Wir haben ja meistens immer aus den ganzen Folgen immer so gesehen eigentlich nur diese Ansicht. Ich habe sogar ein paar Bilder gefunden, wie sie mal diese Seite gezeigt haben und da hingen meistens irgendwelche Poster. Jetzt habe ich hier das Ganze ein bisschen schräg gebaut, ist natürlich dann schwer, sag ich mal, Poster da irgendwie ranzubasteln. Von daher habe ich mir einfach gedacht, so einfach ein paar bunte Blöcke, die können ja so, sag ich mal, andeuten, dass das Poster sind. Wir verlassen aber trotzdem jetzt einfach mal das Schlafzimmer von Sheldon, nicht, dass der uns hier erwischt innen drin. Oh Gott, das wollen wir jetzt gar nicht erleben. Wir gucken uns natürlich auch nochmal ihr Badezimmer an. Man kennt es auch ganz klar, sie haben ja natürlich die schöne große Dusche hier einmal drin. Ja, sonst natürlich Waschbecken gehört dazu, Toilette, alles mit bei, was man so ein bisschen kennt, Deko noch ein bisschen und fertig. Und falls du dich fragst, warum baue ich verdammt nochmal etwas von The Big Bang? Naja, das hat damit zu tun, ich hatte vor einiger Zeit mal eine Umfrage gemacht auf YouTube. Was wollt ihr mal wieder haben? Filmprojekte oder soll es bei Tutorials bleiben? Und da hat ganz klar, ihr seht es, Filmprojekte gewonnen. Und irgendwie kam ich mit Play auf das Thema einfach von The Big Bang und da haben wir uns irgendwie unterhalten, da könnte man ja auch ein paar Szenen oder sowas nachspielen in Minecraft. Und weil ich die Serie eigentlich relativ gerne gucke, ja, die läuft ja immer noch eigentlich sehr aktuell, die ist zwar jetzt schon vorbei, aber sie läuft ja bestimmt noch jahrelang auf Pro7 und halt anderen Sendern vielleicht noch. Und da kann man ja ein bisschen was machen in Minecraft. Und ich glaube, das wird ganz witzig werden. Ihr seht ja schon, wie das so ein bisschen aussieht hier in Minecraft-Stil. Da kann man sich bestimmt einiges einfallen lassen. Natürlich wird sie nicht jetzt alles hier abdrehen. Wir haben ja auch noch, sage ich mal, eine Nachbarin, und zwar die liebe Penny. Und da wollen wir natürlich auch noch gucken. Ich hoffe,
Ich hoffe, die hat aufgeräumt. Nicht, dass wir jetzt da reingehen und da liegt alles kreuz und quer. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, hier muss ich auch nicht viel zu erzählen, hier was ist, ne? Also ich glaube, man erkennt es ganz deutlich, wer die Serien guckt. Es ist natürlich eine Sache, wie man natürlich jetzt, sag ich mal, die Seite dekoriert vom Fernseher. Aber ich kann euch sagen, es gibt auch Einschnitte, wie man das sah. Ich habe versucht, das Ganze doch immer so original zu machen, wie es halt ging. Halt für die Minecraft-Verhältnisse, um sich hier, sag ich mal, die ganze Deko so ein bisschen zu platzieren. Wir haben natürlich auch noch eine schicke Küche hier. Und ich habe bei Penny auch darauf geachtet, dass der Kühlschrank voll ist. Obwohl, wir kennen es ja auch anders, dass ja immer Penny rübergegangen ist zu unseren zwei Nerds, um da natürlich sich Armbrot und so alles abzuholen, weil die ja irgendwie immer zu Hause nichts hatte. Wenn, hat sie sich ja was mitgebracht von der Arbeit, aber sonst war ja der Kühlschrank immer zu Hause leer bei Penny. Außer der Wein, der war immer voll. Naja, gut, dann wollen wir dann mal gucken, wie Penny natürlich ihr Schlafzimmer hat. Wir kennen es. Oh, Penny. Hier liegen ja noch die Klamotten rum und keine Ahnung, was das ist, vielleicht irgendwelche Make-up-Sachen. Naja, Penny hat ja bestimmt nicht mit gerechnet, dass wir auch bei ihr noch ein bisschen rumluschern wollen hier, wie sie natürlich wohnt. Kleiderschrank hat sie natürlich auch, ganz klar. Und natürlich auch noch hier Badezimmer. Gibt ja auch ein paar lustige Folgen, wo, sag ich mal, hier sich ein bisschen was abgespielt hat. Eine davon ist ja, wo sie, sag ich mal, in der Wanne ausgerutscht ist. Wo dann natürlich auch noch Sheldon kommen musste und sie dann ins Krankenhaus fahren musste. Keine Ahnung, warum er keinen Krankenwagen gerufen hat und sie einfach hingefahren hat ohne Führerschein. Aber, naja, wir kennen es ja. Na gut, das war dann auch hier Pennys Wohnung. Wir können uns natürlich jetzt einmal noch mal ein bisschen draußen umsehen. Um natürlich rauszukommen, gehen wir jetzt nicht unten einmal raus, sondern einmal übers Dach. Man muss schon ein bisschen kreativ sein. Man hat ja wirklich dieses Penthouse nicht wirklich von draußen jemals gesehen. Also da kann hier sich jeder seine Freiheiten lassen, wie man möchte. Wir schauen es natürlich auch einmal an. Ich habe jetzt draußen das ein bisschen komplett anders gemacht vom Dach her. Nicht so, wie man das kennt aus den Folgen, aber das hat damit zu tun, weil ich mir das ja auch draußen an den Seiten komplett selbst designt habe. Ich hatte irgendwie eine kreative Phase gehabt, dabei hatte ich auch irgendwie einen Livestream angehabt auf Twitch und das einfach mal separat nebenbei gebaut. Könnt ihr auch gerne immer mal vorbeischauen. Ich werde versuchen, da jetzt richtig aktiv zu streamen immer abends. So einmal die Woche ist definitiv drin. Muss ich mal schauen, wie ich das immer noch mache, ob ich mir jetzt wirklich einen Tag aussuche oder ob ich da mal meine Nachricht sage. Aber da kann man immer gerne mal mit reingluschern und dann seht ihr mal ein paar zukünftige Projekte, die da mal schon ein bisschen gebastelt werden, geplant werden oder auch einfach mal, ja, ein Stream gemacht wird, wo ich einfach mal mit euch auch zocken kann. Ich finde diese Penthäuser eigentlich ganz nett, passend hier auch eigentlich super rein in die Ecke. Ich habe ja auch schon hier mir ein bisschen Deko gemacht, hier sieht ganz gut, hier so ein kleiner Spielplatz einfach mal dahinter. Finde ich ganz passend und natürlich auch ein Parkplatz, den ich hier gebaut habe. Zum Verhältnis natürlich zum Wohnraum ist das natürlich ein ziemlich kleiner Parkplatz. Ich glaube, das muss ich noch erweitern. Ich habe hier drüben ja auch noch, sag ich mal, so eine grüne Reihe hier. Ich wollte hier eigentlich ganz viele Bäumchen hinsetzen, aber dann dachte ich mir so, könnte man theoretisch auch noch Parkplätze bauen. Aber da bin ich noch unentschlossen, muss ich mal noch gucken. Wir gucken auch natürlich auch noch einmal, wie man natürlich in dieses Penthouse reinkommt. Falls sich jetzt einer fragt, wie gelangt man überhaupt da rein, da habe ich hier unten einfach mal so eine Tür gebaut und dann einfach noch so einen Extragang, damit man auch einfach hier, zack, ins Penthouse kommt. Wir wollen natürlich unsere Nerds nochmal besuchen. Ich gehe da jetzt einfach nochmal zu denen. Ich hoffe, die haben noch nicht so viel angestellt. Nee, die scheinen heute einen ganz ruhigen Tag angehen zu lassen. Heute war es mal eine etwas andere Folge. Ich habe mich einfach mal hier auf die Couch hingesetzt. Ja, Sheldon wollte leider seinen Platz nicht hergeben. Von daher muss ich hier einfach mal in der Mitte sitzen mit euch. Ich hoffe, euch hat das Video heute mal ein bisschen gefallen. Ist ja etwas anderes, als wir was sonst immer machen. Einfach mal so ein bisschen bauen. Heute mal ein bisschen was anschauen. Und wir werden natürlich auch noch ein paar Folgen drehen von The Big Bang, so ein paar beste Momente, die wir so kennen im Minecraft-Style. Und wenn du das natürlich nicht verpassen willst, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Video liken und dann bist du immer auf dem laufenden Stand, sobald die Videos hochgehen. Ich würde sagen, so nächste Woche dürfte definitiv die erste Folge kommen. Aber ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann haut's rein und tschüss!